Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von 7 Days to Die in der Alpha 19 in Staffel 3. Wir haben es Tag 20, 19 Uhr ist es gerade aktuell und wir werden heute noch oben etwas an unserer Base weiterarbeiten. Ich habe schon mal ein bisschen jetzt neue Sachen angesetzt, wie Pflastersteine und Beton, und habe oben hier auch noch ein bisschen weitergebaut. Ihr seht schon, so sieht das Ganze jetzt nämlich aus. Wir haben hier mal ein bisschen abgesichert. Falls die doch hier hinten versuchen, irgendwie reinzukommen, müssten sie erstmal hier durchkommen, um hier dann reinzukommen, quasi. Ob sie das machen, ist sowieso fraglich, aber wir haben es einfach mal abgesichert. So, hier ist jetzt soweit erstmal alles fertig, so wie das aussieht. Siehste, ich wollte noch, na gut, das machen wir dann am Ende, die Spikes setzen. Spikes habe ich jetzt auch noch welche gemacht. So, dann heißt das, warte, wir waren hier, wo haben wir, außen gucken nochmal schnell. So, der Sound stimmt schon wieder irgendwie nicht gerade. Ich muss nochmal ganz kurz an den Regler gehen. Na? Jetzt haben wir es. Perfekt. So, das passt, das passt. So, der innere Zirkus sollte eigentlich aus... So. Genau, perfekt. Unten, das hatten wir jetzt alles. Das könnten wir von innen machen. Mach das mal trotzdem gleich mit hier. So. Das können wir von innen machen. Das ist nur, dass die Ecke hier gemacht ist. Dass wir nicht da in Huteleien geraten. So. Gut, dann haben wir das Türe zu. Mal gucken, vielleicht kommt da noch eine Horde. Eine kleine Wanderhorde jetzt hier. So, das ist okay. So. Dann tun wir das hier ein bisschen aufwerten. Dann sollten wir es nämlich noch rechtzeitig schaffen. Sprich, die Folge wird eine kleine Nachtschicht. Und vor 22 Uhr würde ich schon gerne hier die unteren zwei Reihen fertig haben. Wenn wir Glück haben, können wir in der morgigen Folge nämlich, wenn wir das ja alles soweit schaffen heute in der Folge, noch mal eine kleine Loot-Runde einlegen. Denn morgen ist Tag 21. Es sind nur noch wenige Stunden bis zum großen Staffelfinale von Staffel 3 und dem letzten Blutmond, ne? So, mal gucken, ob wir noch einen Fertigkeitspunkt bekommen. Ich denke mal schon. So. Immer drauf hier. Level up, wenn man vom Teufel spricht. Level 31, 3 Fertigkeitspunkte haben wir sogar schon. Mensch, du. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, ach, hier müssen wir jetzt auch noch aufwerten. So, unser kleiner Garten da, der blüht auch schon wieder schön. Schade, dass wir die Staffel 3 so vorzeitig beenden müssen, weil wir halt den Fertigkeitspunkt hinterher rennen. Weil die uns abhanden gekommen sind. Ist schon ärgerlich. So. Ich lausche immer, ich höre immer irgendwelche Schritte, aber das sind wir selber, ne? Wäre nochmal schön, wenn jetzt noch eine kleine Horde kommen würde. So, wenn es natürlich reicht, würden wir gleich die oberste Reihe hier auch noch mit Beton machen und das obere, wenn es reicht, mit Pflasterstein. Das ist quasi die obersten 1, 2, 1, 2, genau, die obersten 4 Reihen quasi. Also hier unten, das hier und eine weiter oben. Falls die übereinander stapeln, dass die wenigstens auf Beton hochgestuft sind.
Heizung läuft auch unten noch ein bisschen durch, falls das jetzt hier zu nahe gehen sollte. Lassen wir uns mal überraschen. Nee. Ich dachte, ich hätte einen gehört. So. So. Schon mal außen gucken. Aber die Eckdinger erwischen wir ja von hier aus nicht, ne? Sehr schön. Ach komm, was soll der Geiz? Macht das auch Stufe 1 Beton. Dann ist es wenigstens alles ein bisschen gleich. So. Ja, das war mir klar. So. So, dann sind die Ecken nämlich auch wenigstens fertig. Sehr schön. Obwohl, das können wir ja gleich mit auf Beton hochstufen, dann haben wir die Ecken fertig. Und nicht eher, ne? So. Da gucken wir mal. Das hier auf jeden Fall. So. Zack. Den machen wir von hier hinten. Falls es doch nicht reichen sollte. Und Geiberkäfig würde ich nämlich gerne auch noch bauen wollen. Mal gucken, ob wir das in der Folge schaffen. Ansonsten müssen wir das morgen mitmachen. Lass uns mal überraschen. So, das hat schon mal hingehauen. Für die oberste Reihe sollen Pflastersteine werden. Nee. Fass auch noch mit Beton aufgewertet. So, die Ecken haben wir ja schon. Na, komm. Ich weiß noch keine Wanderhorde hergekommen ist bei dem Lärm. So. Das ist aber aufgewertet wie das restliche Gebäude. Sehr gut, sehr gut. Wie gesagt, die eine Höhe da oben, das ist egal. Das ist nicht so schlimm. Ach, siehst du, hier müssen wir noch ganz übersehen. So, jetzt haben wir es. Perfekt. Okidoki. So, dann würde ich sagen, machen wir das jetzt. Wie viel haben wir noch? Wie viel haben wir noch? Dann macht gleich mal Stufe 2 hier. Hinterher. Rest lassen wir erstmal trocknen, wo wir es auch dann sehen können. So. Das kannst du machen, das ist schon. So. Zack.
Dann ist es nämlich auch schon mal auf Stufe 2 aufgewertet. Sehr gut. Das hier ist egal. Das kann so bleiben. So, jetzt haben wir die unterste Reihe gemacht, ne? So. Zack. Türe zu. Türe zu. So. Ist ja fast fertig hier, ne? Dann machen wir das auch gleich nochmal. Die müssen wir dann später machen. Dauert hier noch ein bisschen. Jojo. So. Dass du aber auch unterschiedliche Trocknungszeiten hat, ne? Wo du das alles gerade gleichzeitig gemacht hast. Wie haben wir noch? Wir haben ja noch ein bisschen Beton unten in der Mache. Deswegen können wir... Oh nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ech, egal. Dann haben wir einen zu viel gemacht. Dann haben wir halt einen zu viel gemacht. Level up, Level 32. Gut für unsere Game Stage. 4 Fertigkeitspunkte. Wenn man mit Beton arbeitet, kriegt man doch relativ schnell Fähigkeitspunkte. Aber die wird man trotzdem, wie gesagt, nicht aufholen, ne? So viele wie wir schon investiert haben. So. Natürlich im Auge behalten, welche wir noch auf Stufe 2 machen müssen. Aber das sieht doch gut aus. Wie gesagt, das brauchen wir nicht. Der kommt noch auf Stufe 2. Der kommt noch auf Stufe 2. Der. Dann ist die Seite auf jeden Fall fertig. Zack. Du kommst auf Stufe 2. Jetzt kommen die ganzen Nachzügler, ne? So. Der Rest muss erstmal trocknen, damit man überhaupt durchsieht. Im Moment sieht man einfach nur schwarz, ne? Aus. Das sieht auch gut aus. Dann kannst du gleich noch mitmachen. Das bleibt so. Das sieht auch alles sehr gut aus. Perfekte Mundung. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal hoch. Gucken wir uns mal wegen dem Geierkäfig etwas um. So. Zack. Komm, was soll der Geiz? So, Türe zu. So, einmal hier hoch bitte. Weil mir auch wichtig, dass wir hier irgendwie noch was machen, ne? Oh, guck mal, was da kommt. Eine kleine Hundewanderhorde. So, den haben wir erlegt. Auch den haben wir erlegt. Es war klar, dass wir den nicht erlegen, weil wir den Kopf nicht gesehen haben, ne? Warte mal nach. Wo bist denn du hin? Lass den frischen Beton in Ruhe, ich sag's dir. Hä? Wie sind die da reingekommen? Hä? Wo ist der? Da hinten ist er. Markiert den frischen Beton, ich sag's dir. Jetzt da drinnen. Hör auf! Klub ist hack, du. Hat er einen guten frischen Beton, ne? Der Künstler, aber da. Boah. Boah. Du Kriebel, du. Du wolltest doch bloß schon für die Blutmondnacht anhitten hier.
Das sah so aus, als wäre der hier drin gewesen, ne? Guck mal hier. Ja, der wollte uns einfach nur sagen, hier, guck mal, du musst noch ein bisschen was nachbessern. Ja. Und hier noch. Ja, hab ich. Danke fürs Gespräch. So, pass auf. So. Dich nehme ich natürlich trotzdem mit, ne? Gucken, ob deine Freunde noch da liegen, dann nehme ich die auch noch mit. Mal 10 verrottetes Fleisch kriegen wir. Dankeschön. Das hat gedauert. Da läuft noch einer, oder? Wir haben beide erwischt, aber da läuft tatsächlich noch einer, ne? Lad mal nach. Ja. Geklärt, würde ich behaupten. Noch irgendwo einer? 1, 2, 3, 4. 4 Hundis noch? Gar keine Überraschung, wenn noch irgendwo einer ist, ne? So, 20. Also insgesamt 40 verrottetes Fleisch ist auch gut. Ich sollte vorher vielleicht gucken, ob noch irgendwo ein Hund ist. Bei 4 ist irgendwie so eine untypische Zahl für Zombie-Wanderhorten, ne? So. Sehr gut. Dann würde ich sagen, jetzt nochmal auf ein neues. Halt, ich sehe es gerade. Jetzt haben wir es. 22 Uhr an Tag 20. Wenn ich es gerade sehe, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Lass mich mal rein hier. Es ist 22 Uhr, bist du wahnsinnig? So. Da. Hier darfst du ausnahmsweise auch Stufe 2 machen. Es geht wegen der Absicherung, ne? Ist das der, den wir falsch gemacht haben? Dann ist es gut wegen der Verstärkung. Das ist okay. So. Das wird doch langsam. Es wird doch langsam. So, hier erstmal die Schotten dicht. Dankeschön. So, hier wieder hoch. Auf jeden Fall will ich hier einen Fallschutz haben. So, auf jeden Fall. Pass auf. Das erstmal weg. Das hier hin. Du hier hin. Und du hier hin. So. Du kannst ruhig hier die Stellung kopieren oder braucht. Ja, es ist okay. Ja, das ist okay. Ich hätte gerne. Hoppala. Ist ja nicht runterfallen, ne? So ein Schutz, genau. Hier können wir. Das kannst du auch schon wieder wegmachen. So. Bitte, 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 bitte. Dann hätte ich gerne hier wieder diese Eckverbindung. Kriegt man da irgendwie hin? Nummer 1. Nicht drüber, daneben hätte ich sie gern. Boah, das ist ja. Da war's. Echt ein Gefriemel, ne? So. Selbe Spiel hier. Ah, hab du gedrückt? Jetzt. Dankeschön. Boah. Da war nicht mehr viel übrig, ne? So.
Ich habe gesagt, das können wir so lassen eigentlich. Beziehungsweise, uiuiui. Ach ne, hier haben wir ja abgesaved. Hier haben wir abgesaved. Machen wir hier drin auch eins oder was sagen wir, das machen wir dann ab da. Ja, wir lassen das jetzt so. Ich würde einfach hier bloß vorsichtshalber gerne. Hier machen wir den Fallschutz. Ja, nee, das lassen wir so als Fallschutz. So. Ich würde das hier gerne wegmachen. Dass wir da mehr agieren können. So. Gegebenenfalls von hier können wir ja wunderbar eigentlich. Ja, wenn sie da ist, doch, ja, von hier hinten können wir wunderbar agieren. Das ist okay so. Gut, dann haue ich hier noch einen rein. So. Dann hätten wir das schon mal. Wir können von da agieren, von da hinten. Wir probieren es aus kurz. Upsa. Können wir wunderbar auch von hier agieren. Genau so hier. Perfekt. Jetzt ist natürlich die Frage. Geierschutz. 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 Müssen wir ja eins höher machen als hier oben, ne? Wir brauchen natürlich auch Sachen, die so Stützpfeile. Ich will jetzt nicht die ganze Seite zumachen, aber man braucht natürlich auch. Wartet mal, das machen wir anders. Ich brauche hier mindestens eine 4er Höhe. Ne, das war falsch. Die ganze Nacht hier verbrauchen. Wir kriegen das hin. So. Den hier wollte ich haben. Zack. So. Drei. Oder eine Dreierhöhe. Reicht das? Ja, doch, eine Dreierhöhe ist reichend, aber ich bräuchte da hinten eine Viererhöhe. Ja. Hier bräuchte ich dafür, dass das natürlich gleich abschließt, ne? Beziehungsweise. Eins, zwei, drei. Vier. Das sind quasi die tragenden Säulen sein, ne? Ist richtig gebaut. Eins, zwei, drei. Einen haben wir vergessen. So. Vier. Komm, kann man das nicht normal machen? Nochmal wieder fortgeschritten. Einfach. Im Moment brauchen wir es bloß einfach. So. So, so und so. Vielen Dank fürs Gespräch. Ist ja die Frage, wenn wir den hier hinsetzen, ob das reicht, ne? Wir müssen hier durchgehen können. Also das oberste
In der Mitte können wir auch zumachen, so ist es nicht. Das ist natürlich die Frage, wie viel das aushält, ne? So. Zack. Hätte ich schon hier das Hü. Entschuldigung, steht wieder dazwischen wahrscheinlich. Der setzt hier aber nicht neu an. Warum sitzt sie? Weil das im Konflikt steht. Ach. Ist ja immer irgendwas. Dann setzt sie nach außen, ist mir egal. Setzt sie nach außen. Genau so. Sieht so ein bisschen beamsch aus. Setzt sie doch einfach hier draußen hin. So, fertig, Feierabend. Ja, lecker mio, du. Und diese Ecke brauche ich so oder so. Dann wirst du das hier auch so brauchen. Dann machen wir das. So. Jetzt müsste es klappen gehen, ne? Das bleibt frei. So. Ich würde sagen, ich sehe schon, wir sind sowieso drüber mit der Zeit. Ich würde das jetzt hier noch offscreen ein bisschen. Oh Gott, sie ist da fast unten gelandet. Offscreen hier noch schnell fertig machen. Und dann höre ich euch morgen zu Tag 21 gegen 4 Uhr morgen, 5 Uhr morgen zurück. Mal gucken, wie lange das hier noch dauert. Und dann gehen wir nochmal auf eine kleine Lootrunde, weil dann ist unsere Base eigentlich soweit fertig. Wir gucken nochmal ganz kurz hier unten nach. Wegen der Aufwertungsgeschichte. Das trocknet noch, also ist das alles Betonstufe 2. Das ist in Ordnung, weil wir das verstärkt haben. Ja, das ist in Ordnung. Dann haben wir das alles soweit aufgewertet. Machen noch einen letzten Weg auch hier draußen. Ja, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Das ist so diesen einen Stufe, den wir sollten vielleicht noch machen. Ja. Aber ansonsten bin ich vollkommen zufrieden damit. Das sieht gut aus, das trocknet noch. Und dann sind wir, wie viel haben wir denn überhaupt noch? 15. Dann macht das noch schnell mit. Wir haben auch noch ein bisschen Beton unten. Den Rest mache ich dann auch noch offscreen, würde ich sagen. Dann ist die Reihe wenigstens auch noch fertig. 1, 2, 1, 2. Also wenn sie übereinander stehen, die ganzen Reihen sind sogar auf 2 Stufen Beton aufgewertet. Das ist sehr gut. Gut, jetzt ist Beton alle. Wie gesagt, Geierkäfig, den Rest mit Stufe 2 Beton. Das mache ich jetzt alles offscreen und wir sehen uns dann morgen am Tag 21 gegen 4, 5, 6 Uhr am Morgen. Und dann gehen wir nochmal eine Runde looten und dann ist es schon soweit. Der letzte Blutmond in Staffel 3, das große Staffelfinale steht dann an.
Zwar war es mal eine neue Folge von 7 Days to Die in der Alpha 19 in Staffel 3. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr sie es gerne einen positiven Daumen nach oben da lassen. Und was noch nicht gemacht hat, gerne ein kostenloses Abo. Damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Reinschauen. Verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.